Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VR. Mit dabei der Knotosaurus. Ja. Ja, spektakulär. Ich glaube, wir sind noch in einer Gruppe. Ja, sind wir noch. Ja, sind wir, Wir aber. sind Meilen auseinander gespawnt wahrscheinlich. So, jetzt hier wunderschöne Dryo-Action. Es geht weiter, es wird leider dunkel. Wenigstens eine Folge Tageslicht haben wir gehabt. Und es Wo sieht so stehst du? schön aus am Tage. Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal gucken. Ich bin minus 297 und 117. Oh mein Gott. 158 und 680. Bis beides plus, ja? Das ist doch optimal. Ich glaube, wir brauchen jetzt 30 Punkte. 30 oder 35. Wir müssen jetzt Maya, glaube ich, machen, ne? Ja, jetzt müssen wir Maya. Maya. Dann haben wir es schon geschafft, nach Maya. Ja, stimmt. Auf der V4 brauchte man für den Shanto aber über 100 Punkte. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch so ist. Können wir daher nochmal kurz gucken. Kann sein, dass es hier noch das alte System ist. Dann geht's relativ schnell. Schön. Schön, schön, schön. Ach, ich mag das Spiel echt nicht, wenn es dunkel wird. Auch wenn es so Dämmerung ist, finde ich es nicht hübsch. Nee, Nacht können sie nicht. Na, das können die wenigsten Spiele irgendwie. Nachtmodus. Ich hoffe, mich frisst jetzt keiner. Man hat jetzt 30 oder 35 Punkte. Ah, wir müssen nächstes Mal gleich gucken, welche Punkte wir für die nächste Stufe brauchen. Ist immer so eine Sache, die wir vergessen. Weil wir so aufgeregt sind. Weil wir so aufgeregt sind. Weil wir schnell progressieren wollen. Bin hier irgendwo mitten im Gebirge. Ja, ich auch. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier gleich blaue Pflanzen finden werde. Habe das Gefühl, dass hier nichts ist. Ich bin auch im Gebirge. Und meistens habe ich ja Glück in dem Punkt. Du nicht. Du wirst sterben jetzt. Wer hat eben die blauen Pflanzen gefunden? Ich. Es war meine Nase, die uns hingeführt hat. Verdammt. Oh, da komme ich hier nicht mehr so einen kleinen Felsvorsprung hoch, ey. Buddel dich da durch, Mann. Du fällst irgendwo runter. Ah, ich bin beim Redwood. Schön. Das sind auf jeden Fall blaue Pflanzen. Ob ich das überlebe, weiß ich nicht, aber ich gehe da einfach mal rein. Wir gucken mal. Ist ja Nacht. So ein bisschen. Hat er die Bäume verbessert? Ich würde auch nichts mehr gemacht haben. Nee, ich glaube nicht. Gar nicht. Ich überlege, ob das noch, ob ich Nachtsicht schon anmachen sollte, aber das ist noch viel zu hell für die Nachtsicht. Ich glaube, im Was Redwood mache ich die Nachtsicht an. Im Matschwald. Schön. ist das, eine Stadt? Eine Stadt? Wie eine Stadt? Man weiß, sieht gerade aus wie eine Stadt. Doch echt, als ob da eine Menge Hochhäuser stehen. Ja? Mach mal ein Bild von irgendwie. Ja, ich mache einen Screenshot. Aber ist keine Stadt oder was? Ich weiß hier nicht. Im Moment, Gott. Ist also, du stürzt noch ab oder so. Ich laufe da jetzt hin, ich will sehen, was es ist. Ich glaube, hier Vielleicht ist es drinnen auch keine können Stadt wir. im Dschungel ist. Das war komisch. Kann sein, dass das eine Menschenbasis ist. Aber nicht so groß. Das sind mindestens 50, 60 Gebäude oder so. Was? Nee, das kann nicht sein. Ja, das sieht aber so aus. Also hier werden wahrscheinlich Berge werden. Aber im Moment sind es noch Gebäude mit Flachdach. Ein Krass. Neubaublock. Kann ich die essen? Nee. Oh Gott, das sind Dino. Ja, ich bin jetzt im tiefsten Redwood gleich drin. Mich gerade Ich bin verstecken. gespannt. Sind das jetzt blaue Pflanzen? Ich muss mal Nachtsicht ausmachen. Wenn sie blau sind, sind es blaue Pflanzen. Ja, aber wenn du Nachtsicht an hast, dann sieht man das nicht so richtig. Aber, nee, es ist eine normale Fahne. Ach, Stamina ist wieder weg. Ach, schön. Ja, ich bin auch gerade beim Ausruhen. Musst du dich ausruhen? Ich gehe mal ein bisschen im Trab. Also hier beginnt gleich wirklich der tiefe Wald. Ich muss mir so hin und her schalten gerade zwischen Nachtsicht und Nicht-Nachtsicht. Das ist gerade schwierig. Im Wald muss ich es auf jeden Fall anmachen, außerhalb nicht. Da geht das noch. Ich bin gespannt, was das wird hier. Hast wahrscheinlich wirklich stattgefunden.
echt so aus. Dann muss ich da auch noch hin. Aber wie gesagt, mach mal unbedingt einen Screenshot von. Hab ich schon gemacht, ja. Das will ich sehen, was du da gefunden hast. Hier waren bissige Tiere im Wald umher. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob ich da lebend ankomme. Also generell alles will dich töten, ja? Die Bäume sehen immer noch so scheiße aus vom Weiten, das gibt's doch nicht. Die so viel Potenzial haben, ey. Jetzt leuchtet das Gras auch wieder so beschissen. Ach, hier war ein See, deswegen war der hier. Was? War hier. Ach so. Was trinken. Geht noch mehr Dinos. Aber du hast so wie Action da, ne? Ja, ich hab richtig Action. Ach, juckt mir der Pelz. Ich sollte mir jetzt ein bisschen Stamina, glaube ich, aufheben. Für den Ernstfall. Gott, ich will also der Server ist gut besucht. Ich glaube, wir waren mit die letzten, die noch raufgekommen sind. Ja, 100er Server ist es. 100er und der ist fast voll, ja. Ich glaube, fast im 90er Bereich waren wir schon, ne? Und selbst das ist noch eine gute, ein guter Wert auf dieser Map. Ja. Und 100 Leute auf dem V4, die findest du ja nicht mehr. Nö. Ich habe blaue Pflanzen. Schön. Da habe ich blaue Pflanzen und esse den ganzen Tag. Das ist schön. Mal deine blauen Pflanzen. Hä? Dann ess mal deine blauen Pflanzen. Ja, mache ich auch. Und sie schmecken hervorragend. Aber ich habe gleich das erreicht, was ich gesehen habe von hinten. Ist denn das blaue Pflanzendepot quasi? Jetzt habe ich auch ein blaues Pflanzenlager. Ja. Als getarnt als Hochhäuser. Ich muss echt aufhören zu trinken. Überall sind hier welche, ist das schön. Ob der Trick hier auch funktioniert? Mit dem Ausloggen, wieder einloggen, dass die Blauen dann wieder da sind? Weiß nicht. Ich glaube, das wird hier genauso gut funktionieren. Aber wir wollen ja ehrlich spielen. Ne? Also für V4-Leute hat es funktioniert. In so einem Gebiet, wo die gespawnt sind, die Pflanzen, einfach wieder ausloggen, einloggen, sind sie alle wieder da. Könnt weiter essen. Da unten ist, glaube ich, ein See. Da ist noch eine blaue. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Punkte ich brauche. Hier ist auch noch alles voll. Spawnen die jetzt direkt wieder nach? Ich habe gleich die nächste Stufe. Geil. So liebe ich das. So macht das Spaß. Und dann können wir die großen ärgern gehen. Wenn wir eine gewisse Größe haben. So. Ich fresse sicherheitshalber mal 35. Hier sind die ganze Zeit wieder neue. Aber es ist trotzdem, es laggt bei diesen Pflanzen gleich drum, finde ich. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt schon? 24, seht ihr. Easy peasy. 25. Na? Bis jetzt haben wir noch keine Pflanzenfresser gesehen irgendwie, nur Fleischfresser. Die Hochhäuser, weißt du, was das war? Na? Das waren diese Bäume im Sumpf, wo diese die Dinger dran runterhängen hier. Was? Nein. Ja, die sehen von Weitem aus wie Hochhäuser. Musst du echt sehen, das ist das Bild nachher. Das ist mega. So schlecht, ja? So schlecht. Das ist gut. Oh Gott, ich höre schon wieder Dinos. Ich bin jetzt ein bisschen konzentriert. Minimal, aber nur. Da unten habe ich Wasser. Das ist überhaupt nicht gut, wo ich hier gerade bin. Wenn ich jetzt wüsste, ob es 30 oder 35 sind. Macht mir echt gerade das Leben so ein bisschen. 34 habe ich schon. Eine fresse ich noch. Dann kann das kann's nur richtig sein. Jetzt hier. Werden aus diesen Würfeln echt Bäume. Hier schnell in den Busch. Und progressieren. Das mal in mehreren Screenshots festgehalten. Wie dieses Gebiet nach und nach entwickelt. Sieht bestimmt lustig aus. Also bist du beim Sumpf, ja? Oh shit, ich höre... Ich glaube, ich bin hier relativ sicher. Hoffe ich. Ich habe noch 20 Sekunden. Oder 23, 22. Ich bin beim Sumpf. Aber da sind auch genug blaue Pflanzen, muss man gucken. Ich habe hier nur Hochhäuser. Hochhäuser ist doch schön. So, komm. 9. 8. Irgendwas Größeres in der Nähe. Könnte das ein Spino sein? Dieses. Ich weiß es nicht. So, Progressione. Wir müssen machen Maya. 35, sag ich doch. 35 brauchen wir. Und dann können wir schon den... Ne, wir müssen danach noch was machen. Welcher kommt denn nach dem... Haben sie da was eingefügt?
Nee. Ach nee, Maya. Nee, alles klar. Und der Maya braucht 180 Punkte, der Shantu. Scheiße. 100 fucking 80 Punkte. Also haben sie doch erhöht hier. Damit das nicht mehr so schnell die Leute Shantu sind. So, Maya. Scheiße, ich komme da nicht ran an die Pflanzen. Hier sind Pflanzen, ich komme nicht ran. Da führt kein Weg hin. Echt nicht? Nee. Freischwebendes Plateau. Das steht da ganz alleine, ohne Zugang irgendwie. Kann ich bei dem mal ranzoomen hier, Dichter? Ich muss mal gucken. Ah, hier sind überall Pflanzen. Aber ich bin dann, ich ziehe dann gleich nach. Ach so, okay. Oh oh. Oh oh, ich bin gleich tot. Scheiß Raptor. Ein Austro-Raptor hat mich gerade, verfolgt mich gerade. Oh shit. 35 brauche ich, ne? Ja. Und ich kann, die Nachtsicht ist zu hell und das andere ist zu dunkel. Ich kann den nicht richtig sehen. Und mit der Nachtsicht kann ich ihn auch nicht sehen. Also ich habe hier ein leichtes Problem. Ich versuche mal hier auf der hellen Fläche zu bleiben. Weil ich glaube, als Maya kann ich mich nicht so gut wehren. Ist echt, die Nacht ist echt beschissen. Hab ich. Hast du jetzt 35? Nee, 7 habe ich. So wieder langsam. Langsamosaurus. So, jetzt kann ich nochmal ranzoomen hier. Gut. Yeah. Viel zu dunkel. Ah, der sieht eigentlich ganz cool aus. Hab 14. Diese Riesenente hier. Was hast du? 14. Und keine Pflanzen mehr da. Nee, an die anderen komme ich nicht ran. So, muss weitersuchen. Ich habe auf jeden Fall den Acker hier mal aufgeschrieben. Ja, 180 brauchen wir jetzt. Boah. 180. Ja, das sind ein paar Folgen, Leute. Außer wir finden jetzt 2, 3, 4, 10 Felder hintereinander. Dann geht's natürlich schnell. Nein, ich will nicht. Ich versuche jetzt hier weiter auf die Hänge raufzukommen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde gleich wieder ein nächstes Feld. Hier noch ein großes, also das ist das Schöne auf der V3, man kann wirklich kreuz und quer laufen, man findet relativ schnell solche Felder. Musst du versuchen, darüber zu springen, aber ich trau mich nicht. Ja, das würde ich nicht, bei deinem Glück würde ich das nicht wagen. Wahrscheinlich fällst du irgendwo runter, bist tot dann. Warte mal, das kenne ich doch hier. Ich glaube, hier oben irgendwo sind blaue Pflanzen. Aber 180 ist eine Hausnummer. Das ist fett, ja. Das. Ich wurde. Ah, nein. Block. Ich wurde gerade in eine Gruppe eingeladen. Ja, ich auch. Hast du auch gerade Einladung gekriegt? Gut, das können natürlich irgendwelche Leute sein, die mich aus dem Stream oder aus dem Let's Play kennen, ne? Ich bin ja hier mit meinem richtigen Namen drin. Und da kriegt man öfter auch mal eine Einladung einfach so. Oder Leute, die ihre Beute markieren wollen. Oder sowas, ja, natürlich. Aber wir glauben ja immer noch an das Gute im Menschen. Haben wir uns gegenseitig eingeladen? Geht das eigentlich? Wir sind eingeladen noch, ne? Ja, ich glaube ja. So, ich muss nämlich aufpassen, dass mich hier nichts verfolgt irgendwie. Aber hey, Leute, dritte Stufe schon geschafft in der zweiten Folge. Finde ich gut. Hoffentlich hält das Glück weiter so an hier. Dann pflanzen wir. Yeah. Wie gesagt, Shantu wäre natürlich geil, damit wir auch ein paar größere Dinos dann ärgern können. Der Shantu war gar nicht so klein. Ich glaube, der ist sogar... Ist der größer als der Rex? Ich glaube ja, ne? Massiger auf jeden Fall, ja. Stimmt, da war ja was. Nächste Feld. Ich schreibe mir die jetzt alle auf. Und ich habe auch ein Feld gefunden. Hier auf dem Berg. Habe ich es doch gewusst. Habe ich es doch gewusst. Schön. Also man braucht nicht lange laufen, Leute. Und dann hat man schon hier die Felder gefunden. Die Felder der Liebe sind das. Love Fields, auch genannt. Alter, hier ist ja alles voll. 180 Punkte incoming hier. Easy peasy. Echt? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt echt das Bedürfnis, die alle aufzuessen und dann mich auszuloggen, mich wieder einzuloggen, die nochmal zu essen, damit ich Shantu sein kann. Sag mir bitte die Koordinaten von dem Feld. Sind nett wärst. Minus 183 und 185 plus. Also minus 185 plus 185. Gut, bin ich gar nicht so weit weg, gut. Oben auf dem Berg, alles voll. Da
dass wir mal irgendwie mal einen kleinen... Alter, er ist riesengroß, das Feld. Hier ist auch alles voll im Sumpf. Der Sumpf ist ja... Da haben wir auch locker... Mega, mega krass. So, habe ich jetzt schon 35? Nee, noch nicht. Bringen die eigentlich auch ein bisschen Getränke? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal drauf achten. Warte mal kurz. Ich glaube nicht, ne? Nee, nur Essen. Aber Getränke sollte ja trotzdem ganz gut hinhauen hier. Schönes Ding. Ja, hier bei mir auf jeden Fall. Ich bin im Sumpf. So, zack. Essen. Oh, 35 Minuten. Was geht da? Was muss ich jetzt? Maya, ne? Maya, ja. Es ist anstrengend, die Pflanzen essen. Kann er das nicht automatisch machen? Kann ich ihn jetzt hier nicht einfach so hinstellen und er grast das automatisch ab alles? Friss. Ja, das wäre angenehmer, ne? So, jetzt mache ich aber die Nachtsicht an. Gras. Jetzt passt das. Boah. Jetzt sehe ich die Pflanzen nicht mehr so gut. Also im Dunkeln hat man die tatsächlich besser gesehen. Jetzt leuchten die so ganz komisch. Das sehe ich hier auch eine, die glaube ich nicht gefunden. Hier ist auch noch eine, glaube ich. Oh, läuft doch wie ein Länderspiel hier. Ja, ne? Das ist gut. Kaum spielst du V3, funktioniert das System. Da kommt sogar ein bisschen Spielspaß wieder. Ein bisschen, ja. Was ab, wenn der Server jetzt abschmiert. A little bit. Wenn der Server Restart macht, dann ist alles weg. Unlock. Ich muss ab und zu mal... Alter, das ist Wahnsinn. Gott. Dieses Feld ist Wahnsinn hier. Gut, meine Koordinaten bringen mir nichts. Wieso? Bin wo ganz anders gespawnt. Okay. Jetzt machen wir hier ein Let's Eat. Ist auch schön. War ich schon den ganzen Tag heute. Echt? So krass? Ja. Ja, ich hab heute Cheeseburger-Pizza. Cheeseburger, das ist auch gut. Hab ich noch nie gegessen, sowas. Kannst du hier einen Tag machen. Ja, war echt ganz gut. Ja, wir müssen wieder irgendein Special machen. Entweder grillen oder irgendwas krasses. Mal gucken. Ja, ja Leute, wir planen jetzt schon für Herrentag. Ihr seht, was für Probleme wir haben. Der Countdown läuft schon ein Dreivierteljahr. Ja. Noch 130 Tage oder so, glaube ich. 135 waren es letztes Mal, ne? Wo ich dir halt geschrieben habe. Herrentag ist sowas wie unser Hochzeitstag. Richtig. Ja, obwohl wir gar nicht so weit auseinander wohnen, ist es ja, ihr kennt das ja mit Freunden, man sieht sich selten. Wir haben zwar sehr oft Kontakt, aber man sieht sich halt so selten, weil jeder arbeitet und das und das und ist halt genau. So. Ne? Meinen anderen besten Kumpel sehe ich einmal im Jahr. So, und dann ist natürlich Sonntag, ja, ein Anlass. Und das ist bei uns schon Tradition, schon jahrelang, jeden Herrentag. Machen genau. Wir eigentlich Grillen und Frühshoppen und, naja. Das Übliche. Das Übliche. Und dann geben wir uns richtig Mühe, ne? Also wir machen das alles schön, die Weiber sind dann weg. Und dann passt das. Also richtig mal durchdrehen in unserem Alter. Gut, was heißt durchdrehen in unserem Alter? Um eins geht schlafen. Ja, das kann schon durchaus passieren. Also man zieht nicht mehr mit Bollerwagen los, ne? So wie früher und rennt die ganze Zeit draußen rum. Das packen wir auch gar nicht mehr. Man sitzt gemütlich daheim, grillt schön und ja, lässt es sich gut gehen einfach. Das war's. Und am nächsten Tag oder die nächsten Tage ist dann erstmal Schmerzbekämpfung. Mal gucken, welche Farbe du nächstes Jahr hast. Grün bis lila. Ich hab dich zum ersten Mal grün gesehen, das war schon. Haha, das kommt vor. Ja. Aber ich glaube, du warst eine Woche davor krank auch, ne? Ich war ja direkt an Herrentag krank, also wir waren beide ziemlich angenockt. Ich bin seit mehreren Jahren durchgehend krank. Mal ja, mehr man kuriert sich einfach nicht aus. Oh, Progression Points habe ich 0. Obwohl ich den die ganze Zeit fresse. Okay, ich habe den Bug. Sehr schön, hätte ich mal gleich gucken sollen. Ich kriege keine Progression Points. Also ich muss definitiv ausloggen. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt ein Sucho. Zwei Suchos. Ah, das haben die drin. Hier ist ein Sucho. Zwei Suchos, ich muss abhauen. Scheiße. Ich bin mitten im Gebirge und finde keinen Weg, oder? Ich muss mich schnell hinsetzen. Okay, die sind weg beide. Die haben mich nicht gesehen, sonst wäre ich tot. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin und der Knotencode, wollte ich gerade sagen. Knotosaurus ist er ja hier. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.